wenn wir über gesellschaftliche Aushandlungsprozesse sprechen, dann kann oder sollte die Politik natürlich nicht weit sein. Und als Vertreterin für die Politik haben wir jetzt die Ehre und die Freude, Minli Marti bei uns begrüßen zu dürfen. Minli Marti, vielen Dank, dass du heute hier bei uns bist. Du bist seit 2015 SP-Nationalrätin für den Kanton Zürich. Im National bist du auch in der Kommission für Rechtsfragen und Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission. Du bist auch Verlegerin und Chefredakteurin des PS-Magazins und studierte Soziologin, Publizistikerin und Sozialwissenschaftlerin. Wir freuen uns sehr und sind sehr gespannt, was Minli Marti uns heute zu KI der Gesellschaft und Verwaltung und hauptsächlich natürlich die Rolle der Politik zu sagen hat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und etwas sagen zu können zur Rolle der Politik. Und diese Rolle ist nicht ganz eine einfache, wie ich Ihnen ausführen werde. Ich habe 2015 schon ein Referat gehalten zur Frage künstlicher Intelligenz, braucht es eine Regulierung? Das war eine meiner Folien und die bringt eine der Schwierigkeiten im Verhältnis oder in dieser Frage der Regulierung von künstlicher Intelligenz eigentlich gut auf den Punkt, und zwar die Frage der Geschwindigkeit. Oder Moore's Law versus the Law heißt sehr schnelle, exponentielle technologische Entwicklung und sehr langsame Politik. Sie kennen sicher das berühmte Zitat von Max Weber, dass Politik ist das starke, langsame Bohren von harten Brettern. Und wahrscheinlich sind diese Bretter in der Schweiz noch etwas dicker und noch etwas härter. Sie kennen unser System. Wir haben eine direkte Demokratie, einen ausgeprägten Föderalismus, eine Konkordanzregierung. Und diese ist eben auch vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs. Das hat auch viele Vorteile. Man macht vielleicht nicht alle Fehler oder man springt nicht auf jeden Hype auf, aber man ist natürlich in diesem Spannungsverhältnis besonders gefragt. Und das Zweite ist natürlich auch, wir haben ein Milizsystem, das ist wirklich eine Schweizer Eigenart. Das heißt, wir Politikerinnen und Politiker, Parlamentarier üben unser Amt mindestens theoretisch im Nebenamt aus, haben sehr beschränkte Ressourcen und dadurch auch vielleicht wenig Wissen teilweise. Und das sehe ich auch hier. Ich meine, ich rede zu Ihnen zur Frage von Regulierung von KI und Sie verstehen ja davon alle sehr viel mehr als ich, weil ich bin ja, man hat das gesagt, habe mal Soziologie studiert, aber ich bin keine Informatikerin, ich bin keine Juristin, ich bin keine Fachperson, sondern ich bin an diesen Fragen einfach interessiert. Dazu später noch mehr. Eine weitere Schwierigkeit ist quasi das Antizipieren oder der Umgang mit Zukunftsszenarien. Ich habe gesagt, 2015 habe ich schon ein Referat gehalten. Ich habe dann auch ein Postulat gemacht, wo ich den Bundesrat gebeten habe, einen Bericht zu erstellen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und allfälligen Regulierungsbedarf. Und der Bundesrat fand dann, das sei nicht nötig, weil die Experten wissen ja gar nicht, was hier passiert. Und es sei nicht möglich, das überhaupt vorherzusehen, was welche Chancen und Risiken das bringen wird. Noch 2022 schrieb der Bundesrat in der Antwort auf eine meiner Motionen, man sei zum Schluss gekommen, es braucht eigentlich es gibt keinen Handlungsbedarf. Aber das heißt nicht, dass nichts passiert oder nichts passiert ist. Das hat auch der Bundesrat erkannt und macht ja jetzt mit bei der Ausgestaltung eines Regelwerks des Europarats zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und diese Frage der Antizipierung von künftigen Ereignissen, das ist wirklich eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage für die Politik, es ist vielleicht auch für Menschen schwierig, damit umzugehen, wie können wir etwas regulieren, das erst in Zukunft stattfinden wird.
oder vielleicht gar nicht stattfinden wird. Wir wissen es ja noch nicht genau. Es sind Szenarien, womit wir reden. Wir sehen, dass zum Beispiel, wenn wir über die Bekämpfung des Klimawandels sprechen, zum Beispiel, welche Schwierigkeiten es gibt, quasi künftige Ereignisse politisch zu antizipieren. Man hat das auch in der Corona-Pandemie gesehen. Es ist sehr schwierig, politisch Dinge zu regulieren, die vielleicht in Zukunft kommen, zumal es gibt ja dieses berühmte Präventionsparadox, oder? Wenn dann das nicht eintritt, sagen die Leute, ja, wieso hat man dann überhaupt ein Gesetz gemacht? Ist ja gar nichts passiert, oder? Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ja, es hat ja gar kein Waldsterben gegeben, das Ozeanloch ist ja nicht geschrumpft und gar nicht erkennen, dass man ja auch Maßnahmen getroffen hat, dass das nicht passiert. Und hier noch eine kleine Klammerbemerkung. Ich habe auch nicht ganz antizipiert, als ich die Folien erstellt habe, was ich eigentlich alles sagen werde. Darum passen sie vielleicht nicht immer überein mit dem, was ich sagen werde. Wie gesagt, es ist nicht so, dass nichts passiert ist, gerade in der Verwaltung. Es gab verschiedene Studien. Ich habe jetzt exemplarisch eine aus dem Kanton Zürich genommen, weil ich aus dem Kanton Zürich stamme, die Staatskanzlei in Auftrag gegeben hat. Frau Braun-Binder ist auch eine der Referentinnen heute. Und diese Studie hat gesagt, es gibt rechtliche Herausforderungen und das sind zum Beispiel rechtsstaatliche Verfahrensgarantien, man muss Diskriminierung verhindern, Datenschutz ist eine wichtige Frage, Transparenz. Und zu diesem Schluss ist auch die Bundesverwaltung gekommen, sie hat diese Leitlinien künstliche Intelligenz erlassen, die in etwa die gleichen Punkte postuliert, also Transparenz, nachvollziehbar, der Mensch im Mittelpunkt, Verantwortlichkeit, Sicherheit und so weiter. Und das ist in diesem Sinne eigentlich nicht groß bestritten. Oder das sind Punkte, da sind sich viele einig. Es braucht zum Beispiel gerade Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist etwas, das sehr breit abgestützt ist. Die Tücke liegt dann aber in der Umsetzung. Was heißt dann Transparenz? Was heißt Nachvollziehbarkeit? Was heißt es, Diskriminierungen verhindern zu wollen? Und hier noch etwas zum Thema Diskriminierungen. Das ist ja ein sehr heikles Thema. Dazu gab es, glaube ich, auch ein Referat. Und wir wissen, und das wissen Sie ja auch alle bestens, ich muss Ihnen nicht all die Beispiele sagen, es gab der Hintergedanke hinter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz ist ja, man will objektiv sein. Man will ein System, das objektiv ist und eben nicht diskriminierend. Und dann hat sich dann eben in der Praxis herausgestellt, dass es dann eben doch zu Diskriminierungen kommen kann, dass die Diskriminierungen teilweise sogar verstärkt wurden. Und das liegt nicht allein in der Technik und das liegt nicht allein daran, dass die Menschen, die diese Systeme gemacht haben, natürlich auch Vorurteile haben, sondern vielleicht liegt ein Teil daran, an dieser Frage der Objektivität oder am Funktionieren oder am Unterschied zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Oder man kann jetzt sehr lange darüber streiten, ist die künstliche Intelligenz real intelligent oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen und es ist sicher klar, sie ist nicht intelligent wie ein Mensch, sie ist, wenn schon, anders intelligent. Und das zeigt sich in diesem Bereich der Diskriminierungen zum Beispiel. Man weiß, dass es zum Beispiel verschiedene Faktoren gibt, die kriminelles Verhalten begünstigen können. Also zum Beispiel schlechte Ausbildung, schlechte Perspektiven, sozioökonomische, Alter und Geschlecht, vielleicht Traumata in der Kindheit und so weiter. Das sind verschiedene Faktoren, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand vielleicht kriminell wird. Und das ist objektiv gesehen, kann man dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf Person X berechnen, dass diese vielleicht kriminell wird. Und diese Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich höher als bei Person Y, die diese Voraussetzung nicht hat. Aber im Einzelfall ist das natürlich sehr ungerecht, weil es gibt ja das Potenzial, und daran glauben wir eigentlich auch mit unserem Menschenbild, dass jeder auch die Chance haben soll, diese Widrigkeiten überwinden zu können, dass man nicht
determiniert ist aufgrund der Voraussetzung. Und aus diesem Grund ist vielleicht ein menschlicher Entscheid einer, der eben nicht total objektiv ist. Also um es noch etwas einfacher zu sagen, wenn Sie zum Beispiel Menschen anstellen, dann können Sie vielleicht sagen, aus Gründen der Teamkonstellation möchten wir lieber jemand Junges oder jemand Älteres oder eine Frau oder einen Mann. Und dann haben Sie vielleicht jemand, der objektiv gesehen ein bisschen qualifizierter wäre, aber Sie entscheiden sich doch für die andere Person. Und das ist nicht die gleiche Entscheidung, wie das vielleicht ein algorithmisches System trifft. Und vielleicht ist es auch nicht die gleiche Entscheidung, die ein algorithmisches System treffen sollte. Und der zweite Punkt, den ich wichtig finde, ist die Frage der Nachvollziehbarkeit. Oder das tönt sehr gut, aber was heißt das? Das heißt für mich auch, dass man es verstehen muss, einen Entscheid. Man muss einen Entscheid nachvollziehen, heißt für mich auch verstehen können. Und dann wird es schon ein wenig schwieriger. Ich habe mal an einem anderen Ort gesagt, Digitalisierungspolitik oder die Digitalisierung, das ist so ein Elitendiskurs, sondern das ist eine Diskussion unter Expertinnen, Menschen aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft und der Politik, und quasi die Dümmsten im Umzug sind die Politikerinnen, und wir verstehen eigentlich am wenigsten von der ganzen Sache. Und das wird auch immer wieder moniert und sagt, es braucht mehr Leute im Parlament, die mehr von der Sache verstehen. Aber das erkennt ein wenig auch ein Grundprinzip der Demokratie, dass wir Entscheide haben wollen, die alle mittreffen können, die davon betroffen sind. Also wir stimmen zum Beispiel über eine OECD-Steuerreform ab, und da muss man abstimmen können, auch wenn man keine Steuerexpertin ist. Man muss über das Klimaschutzgesetz abstimmen können, auch wenn man keine Energieexpertin ist, sondern eigentlich einfach eine Bürgerin oder ein Bürger. Und das ist auch ein bisschen die Rolle der Politik hier. Und diese Verständlichkeit, glaube ich, ist sehr wichtig, weil wenn man es nicht versteht, dann löst das häufig Abwehr aus. Also es gibt so im Campaigning eine alte Methode: wenn man will, dass die Leute Nein sagen, muss man sie nicht unbedingt davon, von dem Nein überzeugen, es reicht, sie zu verwirren. Wenn die Leute sagen, ich komme nicht raus, dann stimmen sie Nein. Oder? Und das sehen wir auch immer wieder, wenn wir abstimmen über oder wenn wir diskutieren über Digitalisierungsprojekte. Da gibt es einen Grundwiderstand, der teilweise auch davon rührt, dass es nicht verstanden wird. Das heißt, es genügt nicht, dass wir Codes veröffentlichen oder Register veröffentlichen, die leider nur Leute verstehen, die ein Informatikstudium haben, sondern es muss allgemein verständlich sein. Und zu dieser Frage des Widerstands. Mein Kollege Gerard André hat mal die These aufgebracht, dass es einen großen Widerstand gibt gegen staatliche Digitalisierungsprojekte, weil wir im Alltag mit sehr vielen Technologien konfrontiert wird, die wir fast gezwungenermaßen nutzen müssen, aber praktisch nicht kontrollieren können, weil sie zum Beispiel großen Tech-Konzernen gehören, die eben nicht transparent oder nachvollziehbar oder nicht demokratisch oder nicht von uns hier in der Schweiz beeinflussbar sind. Und weil man diese nicht kontrollieren kann, dann kontrolliert man das, was man kann. Also, und das ist natürlich die Verwaltung. Wir können nicht Google regulieren, aber wir können dann beim Bund oder beim Kanton oder bei der Gemeinde genau hinschauen, ob das jetzt wirklich genau richtig gerecht gemacht wird mit dem Datenschutz oder mit den Rechten. Und das ist eine weitere große Herausforderung, und darum kann man das nicht total getrennt auseinandernehmen, die Regulierung quasi
staatlicher und nichtstaatlicher Anwendungen meines Erachtens. Und ich habe jetzt trotzdem noch auf meine Folie zu referenzieren, hier auch noch mal eine Antwort auf eine Anfrage von Meret Schneider gebracht, wo der Bundesrat sagt, ja, die Leitlinien künstliche Intelligenz, die gelten für die Verwaltung. Ob was die Privatwirtschaft macht, das wissen wir nicht. Und das ist eine Schwierigkeit, die man auch angehen muss. Jetzt noch als Letztes, was macht die Politik? Sie macht Vorstöße. Ich bin ja auch gerade an der Sondersession, darum konnte ich heute Morgen nicht teilnehmen. Und das Interessante ist, ich gehe jetzt ein bisschen aufgrund der Zeit im Schnellzugtempo durch die Vorstöße. Es gibt verschiedene aus verschiedenen Parteien. Wir haben hier zum Beispiel ein Postulat von Marcel Dobler von der FDP, der einen Bericht will zu den Lücken in der Gesetzeslage, oder eine Anfrage von Gerhard André von den Grünen, den ich vorher schon erwähnt habe. Wir haben eine Frage von der GLP über Deepfakes, über Desinformation. Auch Nick Gucker möchte etwas wissen von der EVP über gesetzliche Grundlagen. Andreas Mayer von der Mitte ebenfalls. Meret Schneider habe ich auch schon erwähnt und so weiter. Und was auffällt, ich selber, es sind sehr viele Fragen oder Postulate. Man will Berichte, man will wissen, braucht es Grundlagen, braucht es Antworten, muss man etwas tun? Und es ist noch nicht so fest, so klar, was die Politik denn genau will. Sie stellt zuerst einmal vor allem Fragen und das ist eigentlich, und hier komme ich noch zum Schluss, das ist eigentlich der Vorteil, dass wir vielleicht nicht so viel verstehen von der Sache und dass man vielleicht noch nicht genau weiß, was man will, weil das Ganze ist jetzt noch sehr offen. Es ist noch nicht parteipolitisch total eingespurt, dass die einen sagen, wir wollen genau das und die anderen sagen, das wollen wir nie, sondern dass wir noch in einer Phase sind, wo ich denke, dass man gewisse Grundprinzipien, gewisse Grundlagen gemeinsam unterstützen könnte. Und das wäre durchaus zu hoffen. Ja, ich glaube, ich schließe hier ab. Du hättest noch 4 Minuten, wenn du möchtest, könntest du auch noch einen Vorstoß beleuchten, der besonders relevant ist und sonst... Nein, ich denke, es ist gut. Sie sind alle sehr ähnlich. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank.